So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Football Tactics and Glory. Das könnte Folge 140 sein. Wir spielen immer noch in der zweiten Liga. Es ist unsere achte Saison und jetzt geht's mal endlich zum Spiel. Kaiserslautern in Rot, wir in Orange-Schwarz. Lautern hat Anstoß. Stadion ist nicht so ganz gefüllt. Also ist zumindest den Anschein. So. Ach ja, und aktuell stehen wir, glaube ich, auf Platz 14 in der Tabelle. Hakentrick. Oh. Da muss ich aufpassen. Bei Milberg und Volkert können Hackentricks ausschalten. So, Adler auf Thiele. Mein Neuzugang. Ganz frisch gekauft. Schade. Frings kann den Pass auch nicht abblocken. Noch mehr schade. Nein, Kanonenschuss. Puh, war das Kanonenschuss? Oder war das einfach nur hart geschossen? So, Eckball für Kaiserslautern. Oh, verdammt. Okay, einer ist wenigstens weg. Danke, Milberg. Mist. So, aber wir sind erstmal dran. Oh. Oh. Freistoß vom Strafraum. Oh, was war das für eine Variante? Glück gehabt, Glück gehabt. Jetzt ist hier unten alles voll. Jetzt müssen wir nur noch den Ball irgendwie hier hinterher bekommen. So, pass auf Helmer. Helmer. Jawohl. Jawohl. Carlo. Jetzt deine Chance. Deine Chance, den Kanonenschuss zu machen. Also, so verdammt. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Okay, wenigstens lassen wir auch keine Tore zu. Aber bin ich ja doch schon zufrieden. Gab's neue Verletzte? Ich habe nichts gemerkt. Da kann ich ja noch fast zufrieden sein. Ah, die verlieren gut Energie, meine Gegner. Vielleicht haben wir doch noch irgendwie eine Chance. Irgendwie einen glücklichen Treffer zu landen. Und vor der Saison habe ich gedacht, oh, Platz 1 müsste doch machbar sein. Also Aufstieg ganz sicher. Weil zwischenzeitlich lief es letzte Saison extrem geil. Dass dieses Jahr irgendwie nichts zusammenpasst, verstehe ich noch nicht ganz. Hier gibt es jetzt ja auch jetzt nicht super viele Statistiken oder so, wie sich die Spieler entwickeln. Da ist jetzt der neue Bundesliga-Manager oder nee, Fußballmanager schon weitaus intensiver. Das hier ist ja mehr oder weniger so in XCOM-Spiel-Optimierung.
auf dem Fußballplatz. Die passen sich die Bälle hier quer über den Platz. Keiner meiner Spieler kommt da irgendwie ran. Oh, 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 der hat schon gelb. Puh, jojoj. Danke. Torhüter, danke, danke, danke. Amstetter rennt nach vorn. Frings, sehr gut. Jetzt macht mal was. Wollt ihr mich veralbern? So, jetzt bitte Amstetter, hol dir den Ball. So, und jetzt auf Carlo. Doch nicht direkt schießen. Das ist 0-0. Sechs Torschüsse, 2. Mein Torhüter war der beste Spieler meiner Mannschaft. Na toll. Bartmann steigt eine Stufe auf. So, endlich Spezialisierung auf Libero. Volkert. Lernen. Jetzt können wir auch, je nachdem, aussuchen, ob wir Volkert oder, wie hieß nochmal mein, oder Rainer spielen lassen, genau. Da war sonst noch was? Nö. Wir haben auswärts gespielt, also kein Geld. Wir haben keine Tore geschossen, wieder kein Geld. 12 Ruhm, weil wir zumindest nicht verloren haben. Bonus für Publikumslieblinge 20. Warum nur 20, weiß ich nicht. Könnte aber sein, da wir Bremer auf der Tribüne sitzen haben und Bremer eventuell dafür verantwortlich war. Platz 14 immer noch. 5 Punkte nach 7 Spielen. Ein Sieg, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Hey, hier brauche ich nicht schauen. Hier bei Vorlagen wahrscheinlich auch nicht. 2 Kämpfe könnte. Nö. Paraden, Hanfmann. Diese Saison wieder mal ein bisschen weiter oben. Da die Mannschaft scheiße spielt. So, SV Sandhausen. Anschauen. Die spielen mit Libero. Oh Gott, was haben die denn? Olympisches Tor kann er kontern. Hackentrick. Der Libero auch Hackentrick. Innenverteidiger, Innenverteidiger, Innenverteidiger. Okay. Wenn das so ist, werden wir King Kong hier drüben hinstellen. Rechter Stürmer. Carlo. Lassen wir mal hier drüben. Der kann Grätsche, Grätsche. Verdammt. Die werden mich weggrätschen wollen. Amstetter.
Hakentrick, Hakentrick, die bleiben weg. Komm, Bremer wieder auf die Bank. Freund runter. Kanonenschuss. Kanonenschuss. Und Tunneln. Grätsche, Grätsche. Das heißt, heute spielt Rainer Libero. Knoll hat sich erholt und kann für Milberg spielen. Marunte kann Grätsche. Rechter Stürmer. Passt, 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 oder? So, dann mal zurück und ab ins Spiel. Uiuiui, Heimspiel. Wir schwarz-rot. Spielt Helmer? Ja. King Kong hier nach außen. Okay. Ah, das war schon mal in Ordnung. Naja. Wow, wow, wow. King Kong, sehr geil. Boah, verflixt. Das war ja clever gemacht. Okay, Amsteller geht mit vor. Will wohl den Ball für King Kong holen. So, jetzt machen wir was. Nein! King Kong, lauf doch einen Schritt nach vorn. Da kann der Libero denn nicht ständig vor die Beine laufen. Oh Mann. Zwanzigste Minute. 0-0. Pass auf Frings. Frings. Jawohl, das ist doch eine vernünftige Aktion. So, und jetzt der Kanonenschuss. Ja, sehr gut. Der Weg war für den Libero zu weit. Der stand auf der anderen Seite vom Strafraum und konnte nur bis zur Mitte nachrutschen. Also, Frings, der Pass auf die andere Seite, der war ja perfekt. So, Libero läuft auch wieder gut. Ja, das ist ja eh Rainer. Der beste Libero auf diesem Planeten. So, wer hat Amstetter? Amstetter, du brauchst nicht schießen. Schauen wir mal an. Auswechslung. Könnten wir schon ein bisschen schonen. Dann nehmen wir mal Hummel rein. Und King Kong. Thiele. Thiele rein. So. Das ist zwar Irrsinn gegen die hier
irgendwie einen Hackentrick zu probieren. Aber vielleicht können wir so ein bisschen aus der Reserve locken. Oh, das war ein schlechter Pass. Passquote bei Sandhausen ist wahrscheinlich ähnlich wie in meiner Mannschaft. Nicht besonders gut. Jawohl, Carlo, super. Hätte ich lieber hier Hummel laufen lassen. Weil der wäre dann eine Rückwärtsbewegung. Oh Gott. Adler. Schaffst du das dahin? Nein. So, wer fault jetzt? Schade. Mist. Aber Carlo steht wieder recht gut. Frings kam nicht an den Ball. So, Knoll. Schön gemacht. 76. Minute, 78. Minute und wir führen immer noch 1-0. Jetzt, irgendjemand muss den Ball abnehmen. Sehr gut. Adler, über Kontrolle hast du nicht so viel. Egal. Oh. Oh. Scheißdreck. Jetzt müssen wir aufpassen. Okay. War nett gedacht, diese Flanke. Ist noch niemand hochgesprungen. Weder meine Mannschaft noch eure. Vier Torschüsse, ein Tor. Bremen immer noch verletzt. Carlo, bester Mann. Siegtor geschossen. Ist in Ordnung. Mal kurz hier schauen. Könnte es auch bald wieder mal ein Upgrade geben. Gut. Ticketverkäufe. 77.000 Euro bekommen. Ein Tor geschossen. Nochmal 20.000 Euro bekommen. Ein Heimsieg. Nochmal 75.000. Macht 173.000 für diesen Sieg. 16 Ruhmpunkte. Okay. Die waren scheinbar doch nicht so stark. Ich habe mir ein bisschen mehr gehofft, aber gut. 39 neue Fans. Alles in Ordnung. Dann schauen wir mal auf die Tabelle. Wir sind von Platz 14 auf 12 hochgerutscht. 8 Punkte aus 8 Spielen. 2 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Gut, können wir erstmal damit leben. Torschützen sind wir nicht dabei. Vorlagen ist Frings mit 2 dabei. Zweikämpfe nix. Hanfmann konnte heute nicht punkten in seinem Tor. Aber zu 0 spielen ist eh wichtiger. Nächstes Spiel dann gegen Freiburg. Klicken wir mal kurz auf Weiter. 180 Ruhmpunkte haben wir. Da kann ich mal kurz schauen. Nächstes Scouting-Dingsbums wäre dann 224. Hey, hey, hey. Ich beende dann erstmal
diese Runde hier. Sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.